darf Sie recht herzlich begrüßen an diesem Dienstagnachmittag hier bei uns auf VolksTV bei Volksinteraktiv. Ich freue mich sehr, dass Sie eingeschaltet haben und ich freue mich sehr, dass ich heute tolle Studiogäste begrüßen darf. Zum ersten Mal hier bei VolksTV, hier bei mir im Studio, die Himmelberger. Zwei davon begrüße ich jetzt einmal ganz förmlich. Lieber Erik, servus, schönen Nachmittag. Und der Andi, grüß euch Jungs. Schön, dass ihr da seid, aus Kärnten angereist. Ja, die Himmelberger, eine tolle Formation. Wie viele Jahre seid ihr schon unterwegs, Erik? Mittlerweile schon 11 Jahre. Also wir haben im Jahr 2006 begonnen. Ja. Immer noch in der gleichen Besetzung, auf das sind wir sehr stolz. Mhm. Also, und ja, es passt. Es passt sehr gut. Ihr versteht euch sehr gut. Das haben wir auch schon gemerkt in unserem kleinen Smalltalk. Für unsere Zuseher, Himmelberger, hat das jetzt etwas mit dem Himmel zu tun oder mit der Ortschaft? Woher ist der Name? Nein, das ist die Ortschaft Himmelberg am Eingang des Nockgebietes. Das ist unsere Heimat. Wir haben einen großen Vorteil. Wir haben nicht sehr weit hierher. Also wir sind in einer Stunde 20. Gute bei euch, Lage. Ganz sehr eine gut, gute, ja. Zentrale Lage. Gute Lage, zentrale Lage. Und es war vor 11 Jahren auch schon so, dass eben die Himmelberger die Bühne betreten haben. Also es hat nie eine andere Idee gegeben. Das hat immer gepasst und es passt nach wie vor zu euch, diese Bezeichnung. Genau, die Bezeichnung passt auf alle Fälle noch zu uns. Es hat sich nur unsere Musikrichtung ein klein wenig geändert. Wir haben ursprünglich als Oberkrainer-Formation begonnen, spielen nach wie vor auch noch Oberkrainer-Stücke in unserem Live-Programm, aber die eigenen Produktionen gehen mehr in Richtung Schlager. Die gehen mehr in Richtung Schlager, weil eben diese Art und Weise sehr gut ankommt. Bei den Zusehern, bei den Zuhörern, das passt sehr gut. Ja, das hat sich einfach so ergeben. Es passt gut, es passt zu uns und ja, deshalb machen wir so. Sehr schön. Lieber Andi, jetzt wissen wir, woher ihr seid. Ihr seid alle 5 Kärntner sozusagen dann. Wir sind 5 waschechte Kärntner, ja. Waschechte Kärntner. Ja. Ja, Wahnsinn. Und seit dem Anfang an, gell? Unverändert, du hast schon gesagt. Also es hat nie einen Wechsel gegeben. Es hat nie einen Wechsel gegeben. Ne? Auf das sind wir eigentlich sehr stolz. Mhm. 11 Jahre, die gleichen Leute, verstehen uns recht gut. Auch privat sind wir gut befreundet. Und ja, wir freuen uns eigentlich jedes Mal, wenn wir dürfen gemeinsam wieder irgendwo hinfahren. 11 Jahre seid ihr gemeinsam unterwegs. Da gibt es sicher einige tolle Geschichten, die wollen wir nicht einmal alle erzählen. Aber die dürfen wir gar nicht erzählen. Die dürfen wir gar nicht wahrscheinlich erzählen. Lieber Andi, in diesen 11 Jahren waren wahrscheinlich sehr viele Highlights dabei. Könntest du ein paar rauspicken für unsere Zuseher? Was war für euch ja, ganz speziell? Ein Highlight für uns war sicher im Jahr 2010 war das, glaube ich. Ja. Da waren wir bei Immer wieder sonntags. Oh, okay. Im ZDF. Stefan Ross. Stefan Ross, genau. War ein Highlight. Unter anderem beim Nockholm Open Air waren wir dabei. Dann bei Wenn die Musik spielt im Vorprogramm. Sehen wir gerade ein tolles Bild. Das Foto, war aber Sommer Open Air, oder? Das war Sommer Open Air, ja. War ein bisschen kälter im Winter jetzt. Ja, im Winter war es kälter, ja. Okay, ja, namhafte Sachen dabei. Also, meine Herrschaften, da ist einiges erreicht worden. Auch in Zukunft gibt es jetzt ganz, ganz tolle Sachen. Vor allem 2017, oder? Ein tolles Jahr. Zählen wir ganz kurz auf. Himmelberger veranstalten selbst ein Fest, da kommen wir gleich drauf. Aber es geht wieder zur Musi und, glaube ich, zum Nockisfest da. Also wieder beides dabei. Oder habe ich jetzt irgendwas? Nockisfest steht heuer nicht am Programm. Nicht am Programm. Aber wir fahren nach Umag, fahren wir. Ah, Musi am Meer. Das Musi am Meer, genau. Da sind ja große Stars dabei, weil du alles heuer mit dabei. Neben euch natürlich. Ist Vanessa May. Ja, ist dabei, gell? Ich habe es mir was gedacht. Also die Vanessa ist also da. Vanessa May und ja, viele andere. Die Edelseher. Nockholm natürlich auch. Wir. Super. Und ich muss die ganz kurz korrigieren, ich hoffe, das ist nicht schlimm. Wir sind heuer schon mit dem Nockholm-Konzert auf der Burgarena Finkenstein. Ach so, ja, okay. Also ja, nicht das Nockholm Open Air, sondern das Konzert auf der Burgarena Finkenstein. Das ist toll. Am wunderschönen Farkassee. Ja. Mit namhaften Künstlern seid ihr unterwegs eben, wie gesagt, aber es gibt ganz, ganz viele Termine und da dürfen wir das erste Mal gleich darauf hinweisen, auf eure tolle Homepage www.diehimmelberger.at. Nein, www.himmelberger.at. Ohne die. Also einfach ohne die, ja. Himmelberger.at gibt es alles. Ziemlich vereinfacht. Super, die Termine gibt es dort. Es gibt tolle Beschreibungen über alle einzelnen Musikanten. Genau. Letzte Frage, bevor wir gleich einmal dann einen Wechsel machen. Wir haben ja noch einen dritten mitgebracht von eurer Seite. Die musikalische, ja, sagen wir mal, die musikalische Version von euch, die hat sich ein bisschen geändert. Warum eigentlich? Habt ihr gespürt im Laufe der Zeit, der Schlager liegt euch mehr? Oder habt ihr einfach immer wieder ins Publikum gesehen und habt gedacht, wir müssen mit dem Wandel der Zeit jetzt gehen. Was war da so der Hauptgrund? Was beiderseits? Oder? Beides. Also ich denke, der Schlager hat uns einfach mehr gelegen und einfach, ich würde sagen, Oberkrainer Musik wird ja auch sehr viel gemacht. Aber die neuen Sachen, also wir spielen natürlich die ganzen Klassiker, die Highlights, Slowcore, Ausenig, Alpski und so. Super. Die alten Sachen haben wir im Live-Programm. Aber dass wir da eigene Produktionen machen wollten im Oberkrainer-Stil, das war eigentlich nie unser Ziel. Deshalb sind wir eher in die Schlagerschiene abgerutscht. Wunderbar. Die Schlagerschiene ist da natürlich auch ganz, ganz groß vertreten beim Album, das aktuelle Album Schachmatt. Da habt ihr uns heute eines mitgebracht und da freuen wir uns sehr, meine Damen und Herren, dass wir dieses verlosen dürfen. Also bleiben Sie unbedingt dran.
Wir bleiben auch natürlich hier und holen uns gleich das nächste Mitglied zur Seite, bis in wenigen Sekunden, und dann lernen Sie einen, ja, wahrscheinlich der besten, der allerbesten Bauern in Kärnten kennen, oder? Genau. Versprechen wir zu viel? Er kommt etwas später, da sind wir schon von ihm gewohnt. Ach so. Ja, meistens vor den Auftritten. Ja, es ist immer so. Also okay. Wir sind schon im Bandbus, merkt er noch die letzte Kuh, aber dann geht's los. Aber dann geht's los. Und heute ist er Gott sei Dank pünktlich da bei uns. Bis in wenigen Sekunden, gleich sind wir wieder zurück hier bei Volksinteraktiv mit den Himmelbergern. Super. Das waren die Nockis, mittlerweile auch sehr, sehr gute Freunde von den Himmelbergern. Meine Damen und Herren, wir präsentieren Ihnen heute eine ganz, ganz tolle Gruppe aus Kärnten. Die Himmelberger seit 11 Jahren unverändert auf der Bühne. Ein bisschen besser sind sie immer geworden. Das darf ich jetzt sagen. Man entwickelt sich natürlich, oder, mit den Jahren. Man gewinnt an Routine, an Reife. Das wird immer besser. Und jetzt begrüßt man an dieser Stelle auch noch den Dritten im Bunde. Das ist er eben, der begnadete Bauer, der immer ein bisschen zu spät kommt, weil er eben so viel Arbeit hat. Lieber Gotthard, schön, dass du dabei bist. Ebenso ein begeisterter Musikant, der Himmelberger. Und ja, sehr eingeteilt, oder, was die Zeit betrifft, die Freizeit vor allem. Ja, eingeteilt sind wir alle, glaube ich. Ich so wie die anderen auch, ja. Aber ja, wir haben das gleiche Hobby und treffen uns immer pünktlich dazu, ja. Das heißt dann, dein Hobby ist die Musik und deine große Leidenschaft ist dann der bäuerliche Betrieb zu Hause. Welche Tiere gibt es da bei dir zu Hause? Ja, bei uns gibt es so ziemlich alles, ja, was es halt so im Luftgebiet gibt. Okay, das ist? Wir haben ein paar Kühe, ein paar Gas, ja, und alles für den Hausgebrauch auch noch. Alles für den Hausgebrauch auch noch. Unglaublich, ja, da freue ich mich. Also ein Mini-Zoo, kann man fast sagen, oder? Ein Mini-Zoo von den Himmelbergern, das wäre mal so eine touristische Attraktion. Ja. Gut hat. Ist das eine Marktlücke? Können wir drüber reden, ja. Können wir drüber reden, er ist für alles offen. Also man sieht schon, ihr versteht euch, das ist auch gut so, denn man ist sehr viel unterwegs und ein großes Highlight, das heuer ansteht, das ist eben dann euer Himmelberger Zweitagesfest, 2 Tage lang. Wird genau, also richtig gefeiert. Erzähl uns ein bisschen was drüber. Ja, das hat eigentlich ursprünglich, den Ursprung hat das Himmelberger Fest schon bereits im Jahr 2009 gehabt, da haben wir unsere erste CD präsentiert, okay. Also das ist die erste Produktion von uns auf den Markt gekommen und aufgrund dessen wollten wir dann einfach eine Veranstaltung machen und die hat dann funktioniert und dann haben wir gesagt, jedes Jahr wollen wir nichts machen, wir machen es alle 2 Jahre. Mhm. Ein weiterer Grund, der für uns einfach wichtig war, ist der gewesen, wir haben gesagt, wir wollen auch mal die Sicht des Veranstalters sehen. Ist eine schwierige Sicht, oder, wenn man ehrlich ist? Genau, muss man ganz ehrlich sagen, Hut ab vor den Leuten, die heutzutage Feste organisieren. Mhm. Also ganz ehrlich gesagt, wir hätten ein leichteres Los, wenn wir da diesen Samstag und diesen Freitag einfach irgendwohin spielen gehen würden. Richtig. Hätten wir weit weniger Arbeit und alles, aber wir wollen es einfach mal machen, damit wir da am Puls der Zeit bleiben. Und das Nächste, was ist, wir haben auch immer so eine Aktion, wir laden alle Veranstalter zu unserem Fest ein. Wir schreiben die alle bei an. Bei denen ihr dann selbst aktiv wart? Genau, oder wo wir schon gespielt haben, also in dem Jahr, die kriegen immer von uns natürlich dann ein paar Freikarten zugeschickt und natürlich eine persönliche Einladung. Ja, das ist sehr gut. Also habe ich auch noch nie gehört. Eine tolle Idee und ihr lasst sie euch auch nicht lumpen. Also ihr stellt es nicht, man sieht es hier schon eingeblendet. Nein, das ist wirklich. Ein Riesenzelt stellt sie mal da hin und vor allem Musikanten veranstalten ein Fest und das muss natürlich dann auch musikalisch passen, das Programm her. Heuer super Künstler mit dabei, wie zum Beispiel Melissa Naschenweng, dann die Edelseher. Die Edelseher, um Gottes Willen, amtsbekannt. Mhm. Dann haben wir noch die Elisabeth Kreuzer, eine ganz sympathische Sängerin mit dabei. Melanie Bayer ist auch mit dabei, die Dame in Blond, ist auch eine tolle Sängerin. Moderiert wird, glaube ich, vom Kollegen Marco Wendre. Genau. Super, also wirklich sehr, sehr tolles Programm und da wird zweimal wahrscheinlich das Zelt voll sein. Na, sind wir stolz drauf. Es hat sich sehr gut entwickelt, unser Fest. Also wir mussten das Zelt Gott sei Dank schon einmal vergrößern und nicht verkleinern. Das ist auch ein gutes Zeichen und wir schauen auch, dass wir mit den Eintrittspreisen dann möglichst human bleiben, um natürlich viele Leuten den Eintritt bzw. den Zugang zu unserem Fest zu ermöglichen. Fest muss leistbar bleiben, das ist ja ganz genau, wichtig, das ist leider ein Thema. Man hat sehr viele Auflagen, sehr viele Kosten und da schauen wir natürlich, dass wir die Kosten im Rahmen halten, wo wir uns auch natürlich recht herzlich bei unseren Sponsoren bedanken möchten, weil wir haben sehr viele Firmen, die uns da in die Richtung unterstützen, sonst wäre so ein Fest gar nicht möglich. 9. und 10. Juni, lieber Gotthard, jetzt müssen wir gleich mal weiter fragen, wo ist dieses Fest ganz genau? Ich lese da gerade im großen Festzelt. Am Sportplatz Himmelberg gleich zu finden? Ja, genau, das ist so wie alle Jahre vorher schon am Sportplatz, also neben dem Fußballplatz in einem großen Zelt. Ja. Direkt im Ort dann drin? Direkt im Ort, ja, bei der Volksschule und ja, für jeden
leicht zum Erreichen und zum Finden. Ja. Sehr schön. Ihr habt mir auch Karten mitgebracht. Sollte man noch Karten benötigen, wo bekommt man die am leichtesten her? Lieber Gotthard, lieber Erik? Ja, also bei uns, bei den Himmelbergern, dann im Café Heidi. Ja, auf der Homepage. Auf der Homepage unter www.himmelberger.at. Wir haben eine eigene E-Mail-Adresse eingerichtet für das Fest. Die lautet himmelbergerfest@gmx.net. Da kann man sie bestellen. Und natürlich, heutzutage ist das gar kein Problem, auf den sozialen Medien, Facebook und so weiter. Überall erreichbar. Also es gibt genügend Karten noch, obwohl die natürlich dann weggehen werden wie die warmen Semmeln. Genau. Es ist ja auch gar nicht mehr so lange, oder? Ein Monat? Genau, ein Monat. Was haben wir heute, den 9.? Genau, ein Monat. Ja, dieses Wochenende in einem Monat findet statt. Wir eröffnen den heutigen Monats-Countdown mit den Himmelbergern. Das Fest wird super werden. Wir freuen uns, dass ihr sowas veranstaltet. Werden sehr, sehr viele Gäste wahrscheinlich auch aus dem In- und Ausland dabei sein. Gibt es wahrscheinlich auch ganz, ganz treue Gäste aus Deutschland oder aus Italien. Woher kommen sie denn überall? Ja, aus Deutschland kommen eher die Gäste, die sowieso Urlaub bei uns machen. Das passt auch gut. Genau. Also ich wüsste nicht, dass jetzt extra jemand aus Deutschland angereist wäre, aber natürlich sehr viele Gäste aus der Steiermark, die uns kennen schon und uns besuchen und halt aus den umliegenden Gemeinden und querfeldein durch ganz Kärnten. Sehr gut. Ich wünsche euch alles Gute für dieses tolle Fest. Danke. Meine Damen und Herren, wir hören jetzt wieder einen tollen musikalischen Titel. Frau mal die Regie. Vielleicht haben wir die Möglichkeit, einen Titel von den Edelseher zu spielen. Die sind bei uns sehr beliebt, haben auch schon einige Videos gedreht und dann unterhalten uns würde ich vorschlagen über eure aktuelle Produktion, die sehr, sehr gut ist. Also dranbleiben, denn die gibt es dann gleich zu gewinnen. Bis gleich. Volksinteraktiv, heute mit den Himmelbergern, eine tolle Formation aus dem Raum Kärnten. Sie spielen nicht nur Schlager, aber hauptsächlich Schlager, aber im Endeffekt dann trotzdem, wenn es gewünscht wird, alles. Ihr seid alles Könner auf der Bühne. Wir spielen alles von Obergreiner bis zu Pop. Musik, alles, ja. Wunderbar. Welche Musikrichtung gefällt dir am besten? Mir persönlich am besten, ja. Ich bin eigentlich schon beim Schlager daheim, ja. Bist schon beim Schlager zu Hause. Schlager pur gibt es auch. Und jetzt muss ich mal ganz kurz darüber greifen auf dem aktuellen Album Himmelberger mit dem Titel Schachmatt. Bevor wir uns jetzt über diese CD unterhalten, erklär mir ganz schnell deine restlichen zwei Mitglieder. Wer sind diese und warum sind sie heute nicht hier? Diese zwei, das ist einmal der Horst Kofler. Okay. Der sieht man hier an der Gitarre. Der spielt Gitarre, genau. Okay. Und unser Markus Stampfer, das ist unser Leadsänger. Mhm. Der ist hier, ja. Und ja, auf den sind wir eigentlich besonders stolz, weil der hat unsere CD selber produziert. Okay. Also wir produzieren selber, Markus ein Studio und ja, das ist heute in der heutigen Zeit, glaube ich, auch noch so selbstverständlich. Gell? Vor allem, weil es richtig gut klingen muss im Vergleich mit den ganz, ganz großen. Genau. Horst, er spielt bei euch, er produziert euch, also ihr macht alles im eigenen Hause, wenn man das ausdrücken darf. Genau, ja. Und er komponiert auch noch. Er komponiert auch selber, ja. Wahnsinn. Sind auch Kompositionen mit da drauf von ihm da? Von Markus sind da 5 bis 6 Nummern, glaube ich, mit drauf. Ja. Und dann haben eben das Schachmatt, also da mit der Bia Vanille zusammen komponiert. Okay. Markus hat die Musik beigesteuert, die Bia den Text. Genau. Ja. Sehr interessant. Dieses Album beinhaltet natürlich ganz, ganz tolle Schlagermusik, wie schon geklärt. Wie würdest du selbst das Album beschreiben? Ist es jetzt genau der Himmelberger Sound, wie man sich den vorstellen kann, der auch dann auf der Bühne so erklingt? Oder wie würdest du das machen? Ja, wir probieren eigentlich schon einen eigenen, modernen Sound zu kreieren. Ja. Mhm. Ich glaube, Markus gelingt das auch mittlerweile sehr gut. Mhm. Ja. Und ja, wir sind mal stolz, dass er das so hinbekommen hat. Und ich glaube, es lohnt sich. Ja, diese es CD lohnt sich da rein zu hören, beziehungsweise diese CD zu kaufen. Gotthard, wir haben 12 Titel drauf. Schachmatt vorbei, hat der Andi schon angeklungen. One-Way-Ticket, zum Beispiel auch eine Nacht in Dubai. Welche Nummer gefällt dir persönlich am besten auf diesem Album? Ja, zum Beispiel auch eine Nacht in Abu Dhabi. Die ist gut? Ja, das gefällt mir persönlich auch gut. Das One-Way-Ticket. Ich war zwar noch nie dort, aber ja. Okay, auch Liebesballaden gibt es da, oder? Du fehlst mir so, wird wahrscheinlich irgendwie so angehaucht sein, romantische Klänge. Ist auch wunderschön, ist für mich selber aktuell Gott sei Dank nicht. Kommt für mich also keine Liebeskummer aktuell. Sehr glücklich. Meine Frau ist daheim, passt. Deine Frau ist daheim, passt. Ich mache die Arbeit, weil wir da unterwegs sind. Da wollen wir die Gaudi machen, weil das jetzt so ist. So ist es. Andi, super, super, super tolles Album. Wo kann man dieses erhalten? Wahrscheinlich bei euren Live-Auftritten? Das Album kann man erhalten, ja, bei unseren Live-Auftritten,
oder eben auf unserer Seite www.himmelberger.at. Oder auf Facebook, wie wir das schon mit Facebook, dem Erik geklärt haben. Kann man es auch bestellen oder im guten Vorhandel. Ja. Ist in naher Zukunft schon wieder ein neues Experiment geplant? Eine Single, ein ganzes Album? Wir planen eine Single, ja. Darf man da schon was verraten? Nein. Ja, sehr gut. Wir verraten nichts. Okay, wird nichts verraten. Ja, meine Damen und Herren, Sie sehen natürlich hier bei uns bei VolksTV immer wieder Aktuelles. Und ich würde jetzt mal vorschlagen, einen Titel hören wir uns noch an aus unserem Programm. Die liebe Regie soll einmal noch Musik machen und dann verlosen wir dieses Teil, oder? Verlosen wir die CD. Ganz, ganz besonders, meine Damen und Herren, nur für Sie. Himmelberger mit dem Album Schachmatt. Sie bleiben unbedingt jetzt dran. In wenigen Sekunden sind wir zurück. Und dann gibt es eine Gewinnfrage vom Erik gestellt, oder? Das wird interessant. Das wird der Erik übernehmen, ne? Das wird der Erik übernehmen. Bis gleich. Meine Damen und Herren, jetzt ist es soweit. Ich hoffe, Sie sind dran geblieben. Die Himmelberger haben ein tolles Produkt rausgebracht, das es überall zu erhalten gibt. Natürlich haben wir auch erklärt. Und ja, das sehr, sehr gut gelungen ist und vor allem einen interessanten Namen trägt. Und darum, meine Damen und Herren, dreht sich in einigen Sekunden alles, wenn Sie dieses Album, dieses einzigartige Album gewinnen möchten. Meine Herrschaften, zuvor plaudern wir jetzt weiter. Jahr 2017. Was steht sonst noch an? Nach diesem grandiosen Fest in einem Monat findet es statt. Dann geht es wahrscheinlich weiter mit Live-Auftritten und was? Genau, wir haben Gott sei Dank keinen großen Stress über den Sommer. Mhm. Also wir haben sehr viele Live-Auftritte. Unsere Termine sind auf unserer Homepage ablesbar. Könnt ihr natürlich gerne reinschauen. Mhm. Ja, und dann schauen wir, was der Sommer so und bringt. Dann ist das Jahr auch schon bald wieder zu Ende. Was macht ihr eigentlich privat, so freizeitmäßig gesehen? Wenn ihr nicht auf der Bühne seid, wie sieht euer Leben aus, Erik? Ja, recht spannend. Also man hat natürlich Familie. Mhm. Wir haben alle schon Kinder. Sehr brav. Also unser Markus, der war da in diese Richtung noch nicht so fleißig. Der hat so viel mit dem Komponieren zu tun gehabt. Okay. Ja. Ja, und dann natürlich, man muss sich ein bisschen fit halten. Sport. Wir gehen alle einem geregelten Beruf nach. Also es hat jeder, die Musik ist eigentlich unser Hobby. Es macht uns Spaß. Im Endeffekt und zwei Berufe da. Genau, in dem Fall schon, ja. Also wir sagen, wir machen es als Hobby, die Musik. Also wir machen so viel, wie uns Spaß macht. Mittlerweile ist es eh schon sehr viel. Und ja, und dann bleibt eh nicht mehr viel Zeit über. Bleibt nicht mehr viel Zeit über. Andi, ich glaube, die restliche Zeit muss dann fast mit der Familie verbracht werden. An dieser Stelle, glaube ich, darf man sich auch mal bedanken. Aber das ist ja nicht einfach. Da kommt man von der Arbeit nach Hause, muss dann schon wieder weiterfahren zum nächsten Auftritt. Also man braucht einen starken Rückhalt. Ich glaube, das ist ganz wichtig, ja. Dass man da eine Familie hinter sich stehen hat, was zu einem haltet und was das auch akzeptiert. Das ist echt nicht einfach. Man ist da oft das Wochenende oder die Nächte unterwegs. Nächsten Tag, wenn man nach einer Frau aufsteht, ist man halt auch nicht immer gleich. Die Kinder warten schon. Genau, die Kinder warten schon. Aber ich glaube, das funktioniert eigentlich bei uns fünf, bei alle gut. Die Frauen stehen dahinter und ja. Sehr schön. Super. Das ist schön, ja. Kann ja nichts Besseres dann passieren. Die Kinder auch schon brav am Musizieren? Ja, sie probieren schon ein bisschen. Meine sind noch relativ klein, ja. So mit zwei beziehungsweise dreieinhalb ist aber schwierig. Aber ein bisschen tanzen zur Musik von den Himmelbergern, sowieso. Das ist schon drin. Das ist schon drin. So, tanzen, singen, klatschen, springen, alles ist jetzt erlaubt, wenn man diese CD gewinnen möchte. Und jetzt ist dein großer Auftritt vorgeplant. Du darfst eine Gewinnfrage stellen, so à la Armin Assinger, aber ganz leicht natürlich. Meine Damen und Herren, wichtig, wenn Sie die Frage wissen, rufen Sie dringendst an. Und ja, die Nummern sind Sie sowieso eingeblendet. Eine ist dann der Glückliche. Ja. Jetzt aber, was stellen wir für Frage? Ja, wir machen es ein bisschen leichter als beim Assinger, weil bei uns gibt es nur zwei Antwortmöglichkeiten. Achso, ich dachte auch Joker oder so. Bitte, so, leg los. Wie heißt das aktuelle Album der Himmelberger? A. Schachmatt oder B. Schachbrett? Das war die Frage. Das war die Frage. Jetzt kommt von Ihnen hoffentlich die richtige Antwort. Also, meine Damen und Herren, Daumen sind gedrückt. Gleich sind wir wieder zurück zum großen Finale. Und jetzt sind Sie dran. Gewinnen Sie dieses tolle Produkt hier bei uns auf VolksTV. Die Himmelberger, meine Damen und Herren, sind heute nach wie vor hier bei uns und es freut mich ganz besonders, dass wir jetzt die erste CD verlosen haben dürfen. Ich erfahre gerade, aus Kärnten, Siegerin. So, pass auf, vielleicht kennen Sie Elisabeth. Aus Kärnten, kennen Sie eine Elisabeth? Wie noch? Sollen wir das sagen? Elisabeth ja. Kreiner. Kennst du eine Elisabeth Kreiner? Ich kenne nur die Elisabeth Kreuzer. Vielleicht haben sie sich verdammt, aber achso, die Sängerin, vielleicht. Nein, Elisabeth Krein aus Kärnten dürfen wir recht herzlich begrüßen natürlich an dieser Stelle und gratulieren. Wir haben aber noch was ganz Besonderes, oder? Es gibt ja nochmal ein Spezialpaket, was die Überraschungen betrifft, zum Beispiel. Wir haben auch noch vier Stück Karten mitgebracht. Ja, also, meine Herrschaften, dabei bleiben ist ganz, ganz wichtig.
Himmelberger Fest, 9. 10. Juni, jetzt dürfen wir nochmals kräftig Werbung machen dafür. Warum man unbedingt hinkommen sollte? Weil man die Edelseher live erleben kann, weil man natürlich viele andere Stars live erleben kann und wir hoffen es natürlich, dass die Leute kommen. Wir sind natürlich auch mit dabei. Wir werden an beiden Tagen auftreten, logischerweise. Und ja, wie gesagt, also wenn keiner kommt, braucht man kein Fest machen. Also bitte, kommt alle fleißig. Die Stimmung wird perfekt dort sein. Ihr werdet wahrscheinlich eure größten Hits auch performen. Und dann gibt es vielleicht auch Oberkrainer wieder zwischendurch. Alles, was man so von euch kennt. Auf alle Fälle. Also wir werden vorwiegend unsere eigene Nummer spielen, aber natürlich auch Oberkrainer-Stücke und ein paar Charts-Hits und was dazu angesagt ist. Alles, was dazugehört. Das heißt, wenn wir jetzt, wir wissen es nämlich, wir haben viele Veranstalter immer zu Hause da sitzen. Wenn man euch bucht, kann man davon ausgehen, dass man wirklich das Gesamtpaket buchen kann, was das Musikalische betrifft. Ihr bietet es an, im Endeffekt von den Chartnummern, die gefragt sind, bis Volksmusik, Bayerisch, Walzer, alles ist möglich bei euch. Das ist genau, ganz wichtig. Alles ist möglich. Sehr gut. Ja, lieber Gotthard, an dieser Stelle natürlich auch ein Dankeschön an dich. Zu Hause geht es wahrscheinlich wieder aufregend weiter. Wie sieht das denn dann aus, wenn ihr zwei, drei Tage unterwegs seid? Wer verpflegt dann die Tiere? Ja, ich habe in erster Linie meine Frau und natürlich haben meine Eltern, die daheim noch den Laden schmeißen. So gut es geht, versuche ich selber auch. Ja. Und bei uns ist es so, wir sind jetzt nicht so in der Regel zwei, drei Tage unterwegs, sondern normal haben wir einen Auftritt pro Wochenende. Also das ist super eigentlich. Wir schauen alle, dass wir das so halten, weil ja jeder Familie zu Hause hat. Und also so 30-tägige ja. Kinotour wäre jetzt unmöglich. Das müssen wir noch ein paar Jahre warten, denke ich. Ja, bis die Gas ausgewachsen ist. Meine Damen und Herren, es ist auf jeden Fall lustig hier. Eins wollte ich euch noch fragen, jetzt muss ich ganz schnell überlegen. Steiermark, seid ihr mal in der Steiermark unterwegs? Wir haben so viele steirische Zuseher. Oder müssen wir Werbung machen, dass endlich mal in der Steiermark wieder seid? Wir sind im November in Neumarkt wieder. Das weiß ich schon, da gibt es ein großes Winter-Open-Air. Okay. Da sind wir wieder zu Gast. Und sonst wollten wir auf der Schnelle keinen Steiermark. Spielt ihr auch Frühschoppen, wenn gefragt? Wenn gefragt, ja. Wenn gefragt, aber eher Abendveranstaltung. Genau, hauptsächlich Abendveranstaltung mit Party. Alles und Druck. Klar. Party und Druck. Meine Damen und Herren, Druck mache ich Ihnen keinen. Nein, nein, sonst heißt es wieder, der Düsenflitz erzählt nur Blödsinn. Wir verlosen jetzt noch ein Highlight. Also, ich würde vorschlagen, wir verlosen jetzt da die zwei, behalten wir uns auch für den Abend. Aber genau. Können wir irgendwie darüber diskutieren, dass es noch eine Chance gibt? Sonst sind unsere Zuseher vielleicht beleidigt, das wollen wir natürlich nicht. Ja. Können wir dieses Album auch noch mitverlosen? Würde ich schon sagen, ja. Dann machen wir jetzt Folgendes. Meine Damen und Herren, diese zwei Karten und das Album, das der Gotthard so wunderschön in die Kamera hält, das gibt es für Sie jetzt nochmals zu gewinnen und das machen wir auch handsigniert. Eigentlich das andere auch, oder? Für die Elisabeth. Genau, auf alle Fälle. Fair muss es bleiben. Und jetzt machen wir eine Gewinnfrage oder keine mehr? Jetzt fällt mir keine ein. Also. Jetzt sind wir zu spontan gewesen. Also meine Damen und Herren, falls Sie jetzt noch dran sein sollten. Ja, wir können schon eine Gewinnfrage machen. Bitte komm. Welche Tiere verpflegt unser Gott hat zu Hause? Um Gottes Willen. Aber das ist, oder eins reicht beim Angeben, oder? Ja, genau. Okay, wenn Sie wissen, meine Damen und Herren, welche Tiere er zu Hause hat, eins reicht uns schon, dann haben Sie dieses Album und natürlich die zwei Karten gewonnen für den 9. und 10. für das Himmelberger Fest 2017. Jetzt sind Sie nochmal dran. Liebe Regie, haben wir schon wieder Musik vorbereitet? Ja, dann spielen wir sie. Bitte. Sehr geschätzte Damen und Herren, ich freue mich, dass die Himmelberger heute da waren. Ich freue mich, dass Sie jetzt vielleicht der glückliche Gewinner sind. Wir wissen noch nicht den Namen, den werden wir aber gleich Bescheid bekommen. Meine Herrschaften, ganz schnell, ganz kurz, Grüße nach Hause, dürft ihr jetzt natürlich loswerden. Okay, Freunde, Fans, Gönner, bitteschön. Genau, du hast ja schon gesagt, also wir grüßen alle unsere Freunde, Fans und natürlich unsere Familien, die heute das ganz spannend vom Fernseher verfolgen werden. Wirklich wahr, schauen die Kids dazu? Ja klar. Bah. Heute dürfen sie, um diese Uhrzeit passt es gut, oder? Also, genau. Liebe Kinder, immer brav Volks-TV schauen, ganz wichtig. Ganz wichtig, ja. Papa ist dann bald, ja, vielleicht auch im Bild. Und immer jugendfreundliche Videos senden, ganz wichtig. Ja, ganz wichtig. So, jetzt an dieser Stelle wollen wir natürlich abbrechen. 9.10. Meine Damen und Herren, schauen Sie vorbei beim großen Himmelberger Fest, schauen Sie heute vorbei bei mir in der Volksbox 19.45 Uhr mit vielen tollen Preisen, mit vielen Star-Formationen. Meine Herrschaften, grüßt mir die restlichen zwei, bleibt weiterhin so bodenständig, sympathisch wie seid, macht weiterhin so tolle Musi. Ich hoffe, wir sehen uns einmal beim ein oder anderen Auftritt oder vielleicht bei irgendeinem Festl. In diesem Sinne, danke, Erik. Danke. Zum Bleiben ist das Wichtigste natürlich auch. Andi, alles Gute. Danke. Alles gut, ja. Grüß mir deine Ziegen oder alles, was du daheim hast. Und in diesem Sinne sagen wir, meine Damen und Herren, Dankeschön fürs Zuschauen, einen wunderschönen Nachmittag, viel Spaß, gute Unterhaltung weiterhin im Programm. Bis später und Servus. Tschüss, danke. Ciao.